Yo, hey hallo YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch ein Kanal-Update. Wir hatten schon einige Zeit lang, schon über ein halbes Jahr möchte ich behaupten, mehr oder weniger kein Kanal-Update mehr. Und es wird Zeit, weil ich einige Sachen ganz schnell zu besprechen habe mit euch, dass wir nochmal ein Kanal-Update jetzt halt dementsprechend machen. Ich möchte von Anfang an sagen, es wird eigentlich so gut wie nichts auf dem Bildschirm passieren. Das ist hier der Hintergrund, den ihr gerade seht, und im Großen und Ganzen sollt ihr einfach nur zuhören und Informationen halt zukünftig über mich und über den Kanal bekommen. Von Anfang an möchte ich eine Sache sagen, danke für den Support. Die letzten Monate sind extrem viele Leute wieder auf den Kanal gekommen bzw. dazugekommen, und ich habe gemerkt, dass viele von euch Interesse an, sage ich mal, Pokémon haben bzw. Wi-Fi-Battles haben oder generell Pokémon-Content, aber auch die ein oder anderen am Animal Crossing-Content Gefallen gefunden haben. Und auch wenn Animal Crossing zurzeit mit Abstand das Projekt ist, was auf unserem Kanal am schlechtesten ankommt, beziehungsweise am wenigsten Liebe, am wenigsten Support bekommt, möchte ich das Projekt logischerweise dennoch auf ganz normale Art und Weise weiterführen und irgendwann beenden, sodass das auf jeden Fall ein abgeschlossenes Projekt am Ende des Tages darstellt. Wir fangen einfach mal mit dem allerersten Thema an, Duel Links. Ich kann es nicht glauben, dass ich das Thema nochmal ansprechen muss, aber ich habe tatsächlich immer noch Leute, die abonnieren, und auch noch verdammt viele Leute, die deabonnieren, weil sie entweder die alten Duel Links Videos auf meinem Kanal sehen oder weil sie sauer darüber sind, dass keine Duel Links Videos mehr kommen. Und ich kann das nur nochmal bestätigen, was ich schon in sehr vielen anderen Videos gesagt habe, in früheren Kanal-Updates, in Animal Crossing, in Pokémon-Videos, in Livestreams. Ich habe es immer wieder gesagt, Leute, es wird vorerst kein Duel Links mehr kommen. Das letzte Duel Links Video ist jetzt schon über ein halbes Jahr her oder über 8 Monate her. Und Leute, die sich immer noch beschweren, dass kein Duel Links mehr kommt, sorry, deabonniert oder haltet den Mund, ich kann es nicht mehr hören. Duel Links war ein cooles Spiel, Duel Links ist immer noch ein cooles Spiel, aber es ist für mich einfach nicht mehr, aus sehr vielen verschiedenen Gründen, die ich nicht nochmal alle aufzählen möchte, halt einfach nicht mehr ein Spiel, was ich persönlich spiele, wo ich persönlich dran Spaß habe. Das Spiel wird auf dem Kanal nicht mehr wiederkommen so schnell. Vielleicht irgendwann in der Zukunft, ja, aber momentan oder nahe Zukunft, nein. Ich habe auch absichtlich an all die Leute, die neu dazugekommen sind, die Duel Links Videos hier auf dem Kanal schauen, auf meiner Kanalseite die Playlists für Duel Links in Klammern alt gesetzt. Also ich habe alt dahinter geschrieben, damit die Leute wissen, dass das alte Videos sind. Da die Meta und aber auch die Karten im Spiel sich jederzeit ändern, könnt ihr euch nicht darauf verlassen, dass die alten Videos 1:1 immer noch so inhaltlich stimmen bzw. mithalten können. Das heißt, ihr müsst euch informieren, müsst euch natürlich auch die neuen Variationen der ganzen Sachen anschauen, und mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen, außer dass die Sachen outdated sein könnten, was die meisten Sachen mittlerweile wahrscheinlich sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Okay, nächstes Thema, genug über DL gequatscht, kannst du überhaupt nicht... Ich raff nicht, warum ich das nochmal ansprechen musste, 8 Monate später, aber so ist es halt nun mal. Manche Leute wollen es anscheinend nicht verstehen. Und das ist, by the way, auch das letzte Mal, dass ich darüber gesprochen habe. Wenn das Casual nochmal aufkommen sollte, das Thema, habe ich kein Problem, nochmal meine Meinung dazu zu sagen, aber ich werde es nie wieder in dem Video erwähnen. Das heißt, wenn ihr irgendwo jemanden sehen solltet unter irgendeinem Video, verlinkt ihn zu diesem Video, dass dieserjenige Bescheid weiß und bloß nie wieder nachfragen muss. Das hier ist sozusagen das Final Goodbye, bis ich wieder Bock habe. So, nächstes Thema. Animal Crossing. Ich bin zurzeit ja immer noch Animal Crossing am Spielen, aber wie der ein oder andere von euch gemerkt hat, kommt Animal Crossing nicht mehr täglich. Das liegt ganz einfach daran, weil in Animal Crossing so langsam der Content zurückgeht. Das bedeutet nicht, dass es nichts zu tun gibt, ganz im Gegenteil, in Animal Crossing gibt es immer was zu tun. Allerdings ist es ein Let's Play, und wie eben schon erwähnt, kommt Animal Crossing nicht ganz so gut an wie andere Sachen, auf die ich mich eher fokussieren sollte, wenn ich Lust darauf habe, meinen Kanal auszubauen bzw. mehr Leute anzusprechen. Ich werde Animal Crossing auf jeden Fall noch zu Ende spielen. Das Let's Play wird offiziell noch beendet werden. Was bedeutet, wir werden auf jeden Fall noch unsere ganzen Ideen, die wir alle schon angesprochen haben, in den Episoden fertig bauen, umsetzen und uns dann am Ende nochmal das 5-Sterne-Rating anschauen. Und wir werden auf jeden Fall die erste Grundidee meiner Insel so fertig bauen wie möglich. Dann werden wir Animal Crossing natürlich, so wie wir es bis jetzt auch gemacht haben, immer noch passiv zwischendurch weiter in Streams spielen. Einfach nur, weil es ein perfektes Spiel ist, um zu chillen und mit dem Chat zu quatschen, während man irgendwas am Zocken ist, was Animal Crossing in dem Sinne ist. Nachdem ich das Let's Play irgendwann in naher Zukunft beendet haben werde,
Werde ich aber trotzdem noch Animal Crossing Videos machen. Die werden dann nicht mehr täglich kommen, vielleicht auch nicht mehr jeden zweiten Tag, so wie ihr es gewohnt seid momentan, sondern vielleicht ein oder zwei Videos in der Woche. Einfach nur, weil ich in den Animal Crossing Videos dann über folgende Themen sprechen möchte. Erstens neue Updates, zweitens neue Events, die eventuell ins Spiel kommen. Und zum dritten möchte ich euch immer mal wieder zeigen, wenn ich was Neues gebaut habe oder umgesetzt habe, was ich gemacht habe, wie meine Insel dann aussieht, wie das fertige Produkt aussieht und euch vielleicht ein paar Inspirationen und Ideen da lassen. Vielleicht möchte ich auch ein paar generelle Tipps und Tricks Videos machen, beziehungsweise halt über Sachen sprechen für Neuanfänger oder halt auch schon für ein paar Veteranen, die eventuell noch was Neues dazulernen können oder wollen. So dass ich halt verschiedene Videotopics habe, über die ich noch Animal Crossing Videos machen kann. Ist auf jeden Fall eine Sache, die nächste Zeit aktiv am Start bleibt. Das Let's Play ist auch noch nicht vorbei. Es wird wahrscheinlich noch ungefähr einen Monat, vielleicht anderthalb weitergehen, würde ich mal behaupten. Und danach fangen wir an, halt so in wöchentliche bzw. langsamere Schritte für Animal Crossing Videos reinzugehen. Was nicht bedeutet, dass das Spiel auf dem Kanal verschwindet. Ganz im Gegenteil. Ich werde Animal Crossing noch eine lange Zeit spielen. Verlasst euch drauf. Und gerade auch an all die Leute, die nur für Animal Crossing eventuell sogar abonniert haben, was auch einige sind, was ich definitiv weiß. Keine Panik, Animal Crossing wird weiterkommen, allerdings muss ich den Content ein bisschen zurückschrauben, weil es nicht mehr jeden Tag so viel zu tun gibt. Und die meisten Sachen, die ich momentan am Angehen bin, sind halt bestimmte dekorative Sachen, für die ich nach und nach Deko bestellen muss oder überhaupt erstmal freischalten muss, was ich nicht gezielt in Episoden spielen kann oder machen kann, wo ich dann eher hingehen muss und dafür grinden muss und auf gut Glück hoffen muss und halt jeden Tag 5 Sachen bestellen muss, um halt nach und nach die Sachen zusammenzutragen, bis ich dann letztendlich das nächste größere Projekt im Stream oder im Video angehen kann. Nice. Nächstes Thema ganz schnell, Pokémon Sword und Shield. Ich werde auf jeden Fall die ganze nächste Zeit weiter Wi-Fi-Battles bringen. Wi-Fi-Battles bocken mir übelst, gerade im VGC-Format. Ich habe in den Wi-Fi-Battles auch schon angesprochen, dass ich Singles spielen will, weil viele Leute mich gefragt haben, ey Gimp, hast du nicht auch mal Bock Singles zu spielen, also 1 gegen 1 Kämpfe sozusagen in Pokémon auf der Rangliste. Und ich habe schon öfter gesagt, ja, habe ich. Ich werde mich da in Zukunft dran setzen. Im Moment bin ich total busy, habt viel zu tun, real-life-technisch und organisationstechnisch, weshalb ich leider noch nicht an die Singles rangekommen bin. Und das ist auch der Grund zur Zeit, warum ich im Moment, jetzt die letzte Woche, weniger gestreamt habe. Ich habe ja die ganze letzte Zeit, für all die Leute, die es nicht mitbekommen haben, sehr viel gestreamt auf twitch.tv, war da auch relativ aktiv und einige von euch waren sogar am Start. Aber es haben trotzdem anscheinend von diesem Kanal sehr wenige Leute nur mitbekommen, dass ich da regelmäßig am Start war mit Pokémon, Animal Crossing, etc. etc. Jetzt die letzte Woche war es ein bisschen weniger, wie gesagt, organisatorisches und Real Life kam dazu. Aber wir werden auf jeden Fall weiter Wi-Fi-Battles spielen und dann zukünftig nicht nur Doubles, sondern auch Singles haben. Und am 17. kommt das neue Pokémon-DLC raus, wo wir unser Pokémon-Schwert und Schild Let's Play verlängern werden. Das offizielle Pokémon-Schwert-Let's Play auf meinem Kanal ist abgeschlossen, das war ja komplett zu Ende, aber ich werde ab da, wo wir aufgehört haben, in dem Let's Play in Pokémon-Schwert, weiter Let's Playen, sobald der neue DLC-Inhalt rausgekommen ist, für die Insel der Rüstung oder sowas, Isle of Armor und nachher auch Crown Tundra, so heißen die zumindest im Englischen, die beiden DLCs, und ich werde halt nicht nur Island of Armor, sondern auch Crown Tundra, wenn die dann am Ende des Jahres rauskommt, weiter Let's Playen. Wir werden auf unserem jetzigen Safe State weiterspielen, den wir halt haben auf Pokémon Sword. Und ich werde die ganzen Sachen, die halt in diesen DLCs vorkommen, Let's Play technisch wieder ganz normal bis zum Ende durchspielen, sodass wir ein verlängertes, sag ich mal, Let's Play von Pokémon Schwert haben und da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Eine Sache auch noch, die ich ansprechen möchte, ist, ich habe vor einiger Zeit, ich glaube vor ungefähr 3 Wochen, ist schon ein bisschen was her, habe ich eine Umfrage auf dem Kanal gestartet, was ihr als nächstes sehen wollt und habe euch die Möglichkeit gelassen, zu voten auf das, was ihr sehen wollt. Und eine Sache, die halt gewotet worden ist, ich kann euch das auch gerne einblenden, prozentual hier gesehen, ist, dass ihr Pokémon Nuzlocke wollt, beziehungsweise eine weitere Pokémon Nuzlocke wollt. Diese wird nur von mir gespielt, die ist auch immer noch in der Planung. Ich habe dafür schon Grafiken etc. teilweise vorbereitet. Und eigentlich wollte ich das Ding schon vor 2 Wochen anfangen, aber wie gesagt, dadurch, dass ich beschäftigt war, organisatorisch, real-life-technisch, ist es zu weniger Streams, aber auch nicht zu dieser neuen Series gekommen. Und sobald wir mit den Pokémon-DLC-Sachen in 2 Tagen, die halt anfangen, dann durch sind, werden wir auf jeden Fall nochmal mit einer neuen Pokémon-Nuzlocke durchstarten
Und dann danach werde ich dann wieder eine neue Umfrage starten an euch, um zu fragen, was ihr danach sehen wollt. Potenziell gesehen kommen noch eine Menge Spiele raus, früher oder später, dieses und nächstes Jahr. Und wir haben noch eine Menge andere Let's Plays, die wir angehen wollen oder die wir spielen wollen. Ich werde auch noch mit einer Menge anderen Spielen, wie zum Beispiel eventuell Zelda, auf Twitch live gehen. Keine Frage. Wenn ihr mich supporten wollt, auch auf Twitch, ist es twitch.tv/gameplays. Aber alle Links sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Die sind immer da unten, wenn ihr irgendwas sucht von mir. Egal, ob es Twitter ist, Twitch ist oder sogar unseren Community-Discord-Link. Alle Sachen sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Damit habe ich jetzt eigentlich alles angesprochen, was ich ansprechen wollte, oder? Animal Crossing, wie Animal Crossing Zukunft weitergeht, habe ich angesprochen, bleibt auch auf dem Kanal, wie gesagt. Was mit den Pokémon DLCs wird, habe ich angesprochen. Wi-Fi Battles, darauf die folgende Nuzlocke. Ja, ich glaube, ich habe alles angesprochen, was gerade, und Duel Links, ja. Ich habe alles angesprochen, was gerade für uns relevant ist eigentlich. Eine Sache, die ich noch ganz kurz sagen möchte, bevor ich das Video beende, ist, was Pokémon betrifft, beziehungsweise Wi-Fi Battles betrifft, ihr könnt mir immer noch eure Teams schicken, Leute. Die ein oder anderen fragen mich manchmal auf PM, auf Discord oder so, ob man immer noch Teams schicken kann, ob ich immer noch deren Teams ausprobiere, spiele und raten würde, also halt demnach eine Dings da lassen würde, eine Meinung zu den Teams da lassen würde. Und klar, ich habe von Anfang an gesagt, ich werde weiterhin eure Teams spielen. Wenn ihr mir also eure Teams schicken wollt für Pokémon, dann schickt mir den Teamcode plus die Pokémon oder was auch immer ihr dazu sagen wollt als Bonusinformation in die Kommentare vom Video oder auch in die Kommentare von zukünftigen anderen Pokémon-Videos bitte. Und sorgt aber dafür, dass eure Teams competitive viable sind. Das ist ziemlich wichtig, wenn ihr mich fragt, weil ich keine Lust habe, mit halbfertigen Teams in die Ladder reinzuspringen und dann aus irgendwelchen Gründen wie nicht trainierten Pokémon zu verlieren. Das wäre ärgerlich. Außerdem, danke nochmal, wie am Anfang des Videos schon gesagt, an all die neuen Leute, die dazugekommen sind. Ich muss ganz ehrlich zugeben, und ich weiß, es hört sich kacke an, wenn ich das sage, nachdem ich mit Duel Links aufgehört habe, hat der Kanal hier übelst getankt. Wir haben Abonnenten ohne Ende verloren und mittlerweile sind wir auf einem guten Weg der Erholung. Wir sind ungefähr wieder da, wo wir aufgehört haben, als wir mit Duel Links aufgehört haben. Und es hat nach 8 Monaten eine lange Zeit gebraucht, sich wieder hochzuarbeiten. Und wir sind Video-Aufrufzahlen technisch noch lange nicht wieder da, wo wir damals mit Duel Links waren. Möchte ich auch nicht behaupten. Und das ist immer ein kleines Problem, wenn man Content switcht, wenn man von einem Spiel zum anderen wechselt. Ich generell habe mich ja eher als Let's Player gesehen, der sowieso Variety macht, der sowieso viele verschiedene Spiele spielt. Und am Ende des Tages, muss ich ehrlich sagen, habe ich Schiss, viele verschiedene Spiele zu spielen, einfach nur, weil ich nicht möchte, dass immer, wenn Let's Play vorbei ist, die ganze restliche Community, die deswegen abonniert hat wegen dem einen Let's Play, wieder abspringt. Ironischerweise scheint das bei großen Kanälen zu klappen, wenn sie eine gewisse Fanbase in Anführungszeichen haben. Ich mag es nicht wirklich, YouTube-Zuschauer als Fans zu betiteln, aber was soll's. Sagen wir einfach mal jetzt, für die Vereinfachung im Video, Fanbase. Wenn man eine gewisse Fanbase und Reichweite hat, dann klicken immer Leute auf das Video und dadurch werden die Videos natürlich promoted, auch bei YouTube, weshalb immer wieder neue Leute zu diesen größeren Kanälen dazukommen und so wachsen diese Kanäle auch ständig weiter. Wenn allerdings ein kleinerer Kanal wie ich hingeht und Videos ändert oder Content oder Spiele ändert, dann klicken nicht genug Leute von den vorherigen Abonnenten auf die neuen Videos, sodass diese empfohlen werden bei YouTube und so, dass dadurch noch mehr Leute dazukommen. Ganz im Gegenteil, dadurch verlassen Leute nach und nach halt den Kanal, was mir bewusst war, wenn ich mit Duel Links aufhöre, dass es passieren wird. Und am Ende des Tages schadet der Spielwechsel letztendlich eigentlich nur den kleinen Kanal. Was viele Leute übersehen, was ich ganz ehrlich immer schon gesagt habe, ist, YouTube ist für mich nur ein Hobby und ich werde immer das spielen, worauf ich Bock habe. Selbst wenn das weniger Aufrufe bekommt, so wie zum Beispiel meine 80 Episoden lange Animal Crossing Serie etc. Genauso wie, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Sachen, die ich gemacht habe, die weniger Aufrufe bekommen. Und ich werde mich nicht dazu zwingen, ein bestimmtes Spiel zu spielen, nur weil ich dadurch mehr Aufrufe kriege oder mein Kanal potenziell wachsen könnte. Und ich möchte einfach mal ein ganz großes Danke an all die Leute dalassen, die die ganze Zeit schon aktiv am Start waren, während all den Jahren jetzt, die ich jetzt auf YouTube bin, beziehungsweise die generell auch auf den verschiedenen Videos ihren Support dalassen, ihre Comments, ihre Likes dalassen. Ihr seid die MVPs,
Aber auch ein großes Danke an all die Leute, die neu dazugekommen sind, die dem Kanal eine Chance gegeben haben, die gesehen haben, oh, hier sind 400-500 Duel Links Videos auf dem Kanal, aber jetzt ist hier auch Pokémon mit Wi-Fi Battles, jetzt ist hier auch Animal Crossing, jetzt ist hier vieles Neues und die dem Kanal halt trotzdem eine Chance gegeben haben, obwohl sie gesehen haben, dass vor einiger Zeit halt eine Menge anderes gepostet wurde. Das alles muss ich aber nochmal ganz kurz zusammenfassen, heißt nicht, dass nicht zukünftig nochmal was anderes kommen wird oder nochmal irgendwas Cooles anderes angegangen werden kann. Wie gesagt, ich werde einfach spielen, worauf ich Bock habe. Ich bin sehr Let's Play fokussiert und Let's Plays laufen auf YouTube zurzeit generell nicht so gut. Aber ich mache das, worauf ich Lust habe und ich hoffe, ihr habt Spaß an dem, was ich mache. Und demnach hoffe ich auch, dass ihr noch weiterhin beim wilden Ride dabei seid. Okay, das war's aber für heute, Leute. Danke nochmal an all die Supporter. Ihr seid wirklich die Besten, die MVPs. Ich bin raus. Ich wünsche euch so wie immer einen wunderschönen Tag. Lasst euch fucking gut gehen, meine Freunde. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ja, fast vergessen. By the way, 70% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, sind nicht zum Kanal abonniert. Was ist falsch mit euch, Leute? Abonniert zum Kanal, mit dem ich regelmäßig schaut. Damit bekommt ihr auch eure Videos in eure Abo-Box und oder Easy Hands Recommended. Und ihr supportet mich. Was könnte schon schief gehen? 70%. Crazy. Das ist einfach nur crazy. Peace.